In diesem Video. Moin meine lieben Paper Mario Freunde, unser Ziel der heutigen Folge wird es sein, das Sternenjuwel behutsam wieder zurück zum Eonzor-Tor zu bringen. Doch, werden wir dabei aufgehalten? So Freunde, was mich mal interessieren würde, wir sind ja jetzt hier gerade im Untergrund. Was ist denn der Weg hier? Weil wir können ja jetzt überall durch und mir ist der als erstes aufgefallen. Ich glaube, hier kommen wir noch nie durch. Nee. Nee, hier probiere ich noch gar nichts aus. Gut zu wissen, dass es aber auch so einen Ort gibt. Und so, meine Freunde, starten wir in die Geschichte, wo Peach sich gerade befindet. Und sie scheint wohl entführt worden zu sein. Also wie üblich, aber diesmal von jemand ganz anderem. Herr General, wir haben Prinzessin Peach. Okay. Also, es wird die Zeit, dass du uns jetzt nun sagst, wo diese Karte sich befindet. Prinzessin Peach. Wie oft soll ich es denn noch sagen, dass ich es nicht weiß, wovon du redest? Sinnlos zu leugnen. Wir wissen, dass du diese Karte hast. Sag, was du weißt. Das ist besser für dich. Wir Krusionen sind nicht gerade sehr geduldig. Herr General, bitte um Erlaubnis, Bericht erstatten zu dürfen. Was gibt's? Logarth Sternjuwel wurde von einer unbekannten Person entwendet. Was? Ist das etwa noch jemand hinter diesen Sternjuwelen her? Und hat dieser jemand sogar Logarth besiegen können? Jawohl, wir haben hier einen präzisen Bericht. Die fragliche Person ist ein Bartträger mit roter Mütze und blauer Latzhose. Aber Mario? Mario? Ups, verdammt. So, dieser Mario. Na gut, über diesen Mario wirst du uns auch noch sehr viel berichten können. Wachen, bringt die Prinzessin zurück ins Zimmer. Es ist zu Befehl. Aber passt auf, fasst das Schätzchen nicht zu grob an. Zu Befehl, Chef. Also, Krusillus. Wenn dieser Mario die Karte hat, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er auch im Wunderwald auftaucht. Du musst ihm unbedingt zuvorkommen und das Sternjuwel zuerst finden. Hast du verstanden? Verstanden, Herr General. Zu Befehl. Oh, ich frage mich, ob Krusillus alleine der Sache gewachsen ist. Hey, du da, Landhanger. Ja, Sie haben gerufen, Herr General. Bring mir sofort das Schattentrio her. Das Schattentrio? Aber die sind doch... Egal, ruf sie sofort! Zu Befehl. Du suchst nach uns? Hier sind wir schon. Und, hat die Prinzessin dir verraten, wo die Karte ist? Hey, lieber ist ruhig, Brunilda. Nur weil ihr Peach damals nicht geschnappt habt, ja? Konnte sie diese Karte diesem mysteriösen Mario geben? Es war vollkommen unmöglich. Da waren so viele Leute. Außerdem kam noch ihr Begleiter, dieser komische alte Sack, den man nicht identifizieren konnte, dieser hässliche Pilz. Aber wie wäre es, wenn wir diesen Mario einfach erledigen und dir die Karte bringen? Ich bitte darum! Für unsere Pläne ist die Karte unentbehrlich! Meine Untergebenen werden euch die notwendigen Infos zu Mario geben. Also, Brunhilde, ihr werdet mich nun fertig machen für mich. Habt ihr verstanden? Wir werden dir bald Erfreuliches berichten. Also gehen wir Roberta und Barbara an die Arbeit. Yeah! Okay, also anscheinend scheinen wir nicht mehr die Einzigen zu sein, die nach den Sternjuwelen suchen. Der Krusion-Boss, der ist nicht gerade freudig darüber.
Oh nein. Schon wieder gefangen. Mario und Todsworth werden sicherlich Sorgen machen. Aber wo bin ich hier eigentlich? Könnte ich die beiden doch nur wissen lassen, dass ich gefangen gehalten werde? Tja, dann gucke ich mich mal lieber nur um. Würde ich auch an deiner Stelle tun, Peach. Hier ist so ver... Lol, hier ist ein Schrank, wo ich mich verstecken kann. Hä, ist ja wild. Aber ja, Freunde, das ist wohl tatsächlich auch Teil der Story. Ich hab keine Ahnung, wusste ich gerade, dass man auch Peach spielen kann. Aber finde ich cool, eine gute Lösung. Was haben wir denn hier? Accessoires, ein bisschen... Ist das Pflegemittel oder was soll das sein? Jedenfalls haben wir ein schönes Bett. Es ist weicher als es aus als erwartet. So werde ich jedenfalls immerhin bequem schlafen können. Ja, das ist ja wenigstens etwas, ne? Auch wenn du gefangen genommen wirst, musst du das ja wenigstens halbwegs entspannt haben. Aber das ist einfach eine Abstellkammer, Freunde. Wir leben in einer Abstellkammer. Oder geschweige, Peach lebt da drin. Warum ist diese Badewanne mitten in diesem Raum und da eine Toilette? Also, Raumaufteilung ist jetzt den Kruzionen auch nicht gut zu halten. Oh, Spiegelungen funktionieren sogar. Oha, das hat jemand aber hier sehr penibel sauber gemacht. Ja, man muss mal sagen, ne? Dann müssen die schon echt reinlich sein, die Leute hier. Sieht ganz frisch und sauber aus. Das hätte ich echt nicht denen zugetraut. Puh, ey, ne? Nur weil die Bösewichte sind, heißt noch lange nicht, dass die dich definitiv nicht schön schützen werden. Oh, ob ich das wohl benutzen darf? Warte mal, was? Bitte was? Peach? Ja, das ist keine Zeit zum Duschen. Hihihi. Interessant, dass man das machen darf. Hä? Was ist da denn los? What the hell? Oh, und sie hat sich sogar aufgehübscht. Ah, das hat gut getan. Guckt es euch mal an. Ey, sogar ein Zöpfchen gemacht. Und, sehr viel Make-up drauf. Hey, let's go. So können wir doch den Kruzionen entgegentreten. Oh. Peach, du hast ja ganz schön schnell entschlossen, deine Haare wieder normal werden zu lassen. Schade. Wäre auf jeden Fall cool gewesen. Hm, die Tür scheint auch irgendwie abgeschlossen zu sein. Ja, und was soll ich jetzt machen? Ach so. Was war das denn? Die Tür hat sich einfach von selbst geöffnet. Ich habe nicht so viel Vertrauen darüber, dass wir jetzt in die Tür rausgehen. Wo landen wir? Niemand da, oder? Du, Peach, ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was das für ein Schiff ist. Oh, wir haben hier einen Aufzug auf jeden Fall. Der ist aber rot. Der scheint nicht zu funktionieren. Ach nee. Das hätte ich dir auch vorher sagen können. Aber man muss ja gucken, ne? Hier ist auch... Seltsam. Was passiert hier? Kann mir das einer erklären? Und wer oder was bist du? Du bist ein fucking Computer. Oder eine KI. Guten Tag, Peach. Wer war das? Woher kam das? Ich bin direkt vor dir. Ich bin der Hauptcomputer TechXX. Nenn mich einfach Tech. General Crucius schuf mich. Ich bin der klügste Computer des Universums. General Crucius? Das war sicherlich dieser böse Kerl von vorhin, oder? General Crucius ist nicht böse. Er ist großartig. Diesen Eindruck hatte ich aber nicht. Aber weshalb hast du mich eigentlich hierher kommen lassen? Dein Anblick hat eine Störung verursacht. Bitte was? Was? Meine Funktionen sind außer Kontrolle. Ich drohe zu überhitzen. Warte mal, du meinst das jetzt ernsthaft? What? What? Unverständliche Signale durchströmen mich. Das ist ein neuer Impuls. Noch seltsamer ist, Berechnungen ergaben, dass ich dich ansehen und kennenlernen will. Freunde, was ist das denn? Der Computer ist gruselig. Ursache unbekannt. Als perfekter Computer muss ich irgendwie die Ursache dieser Störung finden. Daher rief ich dich zu mir. Mich ansehen, mich kennenlernen? Das klingt ja nach einem Date. Naja, vielleicht bist du ja auch wirklich... Nee, das kann nicht sein. Eigentlich bist du nur ein fucking Computer. Was ist mit mir passiert?
Sag mir bitte, was du darüber weißt. Nee, also, wie soll ich's erklären? Ich kann das nicht sagen. Bitte sage es mir. Ich bin der beste Computer der Welt. Es darf nichts geben, das ich nicht verstehe. Aber so war etwas... Na gut. Bist du vielleicht verliebt? In mich? Verliebt, Liebe, unbekannt. Ach, du kennst keine Liebe, oder? Liebe ist, naja, du willst immer mit einer Person zusammen sein. Es macht dich froh zu sehen, dass sie glücklich ist und Spaß hat. Du möchtest ihr beistehen, wenn es ihr schlecht geht. Glücklich, Spaß, diese Worte ist unbekannt, keine Definition gefunden. Unmöglich, dass ich als perfekter Computer etwas nicht begreife. Naja, begreifen kann man das wohl eher weniger, nicht? Was willst du damit aussagen, Prinzessin Peach? Begriff Liebe bitte näher erläutern, ja? Was ist auf einmal mit dir so los? Es darf nichts geben, das ich nicht begreifen kann. Erbitte deshalb Hilfe beim Verständnis des Begriffs Liebe. Bitte dafür Erfüllung eines Wunsches, soweit es in meiner Macht liegt. Hilfe bei Flucht kann ich natürlich nicht gewährleisten. Was redest du da? Ihr habt mich einfach gefangen genommen. Und jetzt werde ich hier herzitiert und soll dir erklären, was Liebe ist? Das muss ich mir aber gut überlegen, selbst wenn du mir hilfst, hä? Verzögerung akzeptiert. Sofortige Antwort nicht erforderlich. Verständnis der Liebe ist jedoch unabdingbar. Tech muss ein perfekter Computer sein. Werde dir einen Wunsch erfüllen, wenn du mir dabei hilfst. Frage verstanden, bitte Wunsch nennen. Darf ich mir wirklich etwas wünschen? Na dann. Könnte ich jemand eine Nachricht übermitteln, so schnell wie möglich? Einverstanden. Kommunikationsfunktion ermöglicht weltweites Senden von Mails. Erlaubnis zur Anwendung der Mail-Funktion erteilt. Bitte mit Tastaturempfänger und die Nachricht eingeben. Hier, oder? Gut, ich schreibe mal etwas. Mal sehen, wem sie überhaupt schreiben möchte. Aber ich glaube, wir wissen alle, wem sie schreibt. Fertig, du kannst es jetzt abschicken. Nachricht verschickt. Für heute kannst du in dein Zimmer zurückgehen. Ich rufe dich, wenn ich wieder Fragen habe. Du bist schon echt ein crazy Computer. Gute Nacht. Gute Nacht, Peach. Also, ich gebe da Peach recht, das ist wirklich ein crazy Computer. Und warte mal, was? Was passiert denn jetzt, hä? Ach, wir sehen die Sicht von Bowsers Seite jetzt, oder was? Oha, ist ja... Wie geil ist das denn? Oha, Freunde. Wir sehen die Sicht von Bowser. Dürfen wir den auch steuern? Ist das auch erlaubt im Spiel? By the way, er hat eine sehr schöne Festung. Nur vielleicht sollte er mal ein bisschen aufräumen oder so. Findet ganz schön unübersichtlich. Ohaha! Platzerwichte! Es ist Zeit für meinen Auftritt! Aber ich frage mich, wieso Kami Koopa schon mich woher gerufen hat? Du, wenn ich das wüsste, mein Freund. Ich würde dich nicht aus deinem Schlaf wecken, weil dann wüsste ich, dass ich danach Grillschnitzel bin. Eure Finsterkeit, Kami Koopa wird jeden Augenblick hier sein. Ich bitte um Vergebung, aber würdet ihr vielleicht so lange am Ende des Saals warten? Aber auch nur, weil ich heute Spock hab. Ey, man kann sogar Feuer speien, wie geil ist das denn? Komm, brennt! Entschuldige. Du, ich hab mal gesehen, wie Bowser ein süßes Foto von Prinzessin Peach anhimmelte. Oh, glaubst du, er hat auch schlimme Langfinger-Dinge gemacht? Also wie er es angeschaut hat. Naja, da kannst du dir das denken, was er getan hat. 5 gegen Willi hat er natürlich gespielt. Was redet ihr da über mich? Oha. Also seid mal nie so frech hier. Das ist euer König. Eure Unschlagbarkeit. Ich trainiere jeden Tag hart für die große Welteroberung.
Bitte denkt an mich, wenn es ernst wird. Hm, sehr schön. Vergiss mir aber nicht dabei, vergiss mir dabei nur nicht die Arbeit, verstanden? Ach, Bowser, du bist schon ein anderer Wilder, ne? Eure Geradlinigkeit, bitte einfach geradeaus bis zum Ende des Saals. Auch darf ich nicht mit dir reden oder was, hä? Hab ich keine Erlaubnis oder wie? Ah, finde ich eine Frechheit hier. Lang lebe König Bowser! Ah, das gefällt mir, das gefällt mir. Sag mal, er hat nicht mal einen Thronsaal, also nicht mal einen Thronsessel. Was fehlt ihm alles? Sei mir gegrüßt, eure Schreckhaftigkeit. Oh, Cammy Cooper, du bist ja schon da. Oh, sie sieht ja schon fertig aus mit den Nerven. Verzeiht, dass ich euch habe warten lassen. Es war eine lange Reise und mein Krückstock funktioniert nicht mehr so gut wie vorher. Cammy Cooper, du alte Hexe. Sag schnell, warum wolltest du mich sprechen, ne? Bleib doch bitte ganz ruhig, ey, eure Rastlosigkeit. Ich bin doch auch nicht mehr die Jüngste. Also, unser Freund Mario wurde angeblich in Rohlingen gesehen. So hört man. Warte mal, was? Was interessiert mich denn dieser Mario, was der treibt, Junge? Und das wagst du jetzt, mich damit zu stören, während ich meine hübschen Profilbilder von Peach angeschaut habe? Hört mir mal zu, Bowser. Man sagt, Mario ist auf der Suche nach einem bestimmten Schatz. Oh, warte mal, einen Schatz sahst du? Nicht Peach? Einen anderen Schatz? Naja, ja, er sucht wohl nach so Sternjuwelen, sternförmige Edelsteine, sagt man. Ich versuche gerade herauszufinden, etwas über die Steine zu wissen, aber mein Gehirn ist nicht mehr das Beste. Ich vermute, sie sind aber sehr, sehr wertvoll. Naja, Sternjuwelen. Sie sollte ich mich vielleicht krallen, wenn sie mir zur Weltherrschaft vielleicht verhelfen können? Halte mich über den Fortschritt der Untersuchung auf den Laufenden. Sehr wohl, verlasst mich auf euch auf mich. Eure Vollschlankheit, mögt ihr eigentlich Rührei? Was ist denn das für eine random Frage? Aber ich finde Rührei eigentlich geil. Ich liebe Rührei, aber warum fragst du? Nun, die Landschaft in Feuertal ist einfach unvergesslich schön. Und so dachte ich, wir könnten dort ja mal alle zusammen ein Picknick machen. Es wäre mir eine Ehre, auch euch dazu begrüßen zu dürfen, eure Maßlosigkeit. Dumpfnuss! Das ist nicht die Situation für ein Picknick. Frag vielleicht eine Woche später oder so. Und wenn ich nicht gerade meine Fotos anschaue. Mit solchen Untergebenen werde ich ja nie die Weltherrschaft erlangen. Oh mein Gott, ihr macht mich wütend. Aber beruhigt euch doch, eure Reizhaftigkeit. Mann, was ist denn? Ja, brabbel, 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 brabbel. Was? Ist das wahr? Eure Jähzornigkeit, es ist was Furchtbares passiert. Prinzessin Peach ist einfach von Rohlingen entführt worden. Was sagtest du da? Bist du dir ganz sicher? Wer wagt es? Diese Rohlingen? Die Einzelheiten sind mir noch unbekannt. Aber meine Untergebenen führen im Augenblick genauere Untersuchungen durch. Sicher ist jedenfalls, dass Prinzessin Peach entführt wurde. Prinzessin Peach über meinen Kopf hinweg zu entführen? Ja, niemals, unter keinen Umständen kann ich so etwas zulassen. Wir müssen sofort los, also nach Rohlingen. Wir müssen Peach retten. Du willst Peach retten? Da bist du aber an der ganz falschen Ecke, mein Freund. Das kannst du knicken. So, aber bitte... Nein, nein, tu jetzt nicht das... Nein, deine Burg! Ah, toll, jetzt dürfen wir wieder aufräumen, arbeiten, betreiben. Eure Waghalsigkeit, so wartet doch und macht bitte nicht die Mauern kaputt! Wir müssen das jedes Mal reparieren und das kostet bares Geld! Ah, das ist mir doch scheiße, ja, komm jetzt, Cammy, wir müssen jetzt nach Rohlingen. Ach du meine Güte, jetzt sind die alle unterwegs, Freunde, alle sind unterwegs! Ja, aber Mario ist schon lange von Rohlingen wieder weg. Geschweige, im Blumental ist er jetzt noch. Oh, Kupio, du willst also mit dem Mario auf Wanderschaft gehen, ja? Hab ich verstanden? Ja, Vater, ich will mit Mario zusammen dieses Abenteuer fortsetzen. Und ich will ein starker Cooper werden, so wie du, Vater. Gut gesprochen.
Du bist eben ganz mein Sohn. Vergiss nur eins nicht. Du bist mein Sohn, Kopio, ja? Und ich bin dein Vater. Kopio, ich werde auf dich warten. Ich werde warten, bis du als gereifter Koopa zu mir zurückkehrst. Und denk daran. Du kannst immer wieder hierher kommen, wenn du etwas brauchst. Hast du verstanden? Nur keine falsche Bescheidenheit. Schließlich ist dieses Dorf deine Heimat. Und deine Freundin könnte auch mal ab und zu mal Besuch von dir bekommen. Ja, danke, vielen Dank. Verstehe ich. Aber jetzt müssen wir erstmal los. Das Abenteuer ruft. Also, ich bin soweit, Mario. Wohin geht die nächste Reise? Naja, lass uns erstmal zunächst zurück nach Rowling gehen. Erinnerst du dich noch, Mario? Der Besitzer der magischen Karte halte dieses vor dem Ionentor in die Höhe. So, dann werden die Sterne ihm den Weg zu den Sternjuwelen weisen. Es gibt noch eine weitere Fortsetzung zu diesem Spruch. Ein Juwel zeigt den Weg zum nächsten Sternjuwel, so ist es überliefert. Wenn wir also mit dem Sternjuwel zum großen Tor zurückgehen... Oh, dann werden wir bestimmt sicherlich auf der magischen Karte sehen, wo das nächste Sternjuwel ist, oder? Ja, ganz genau, das muss es sein. Also, lasst uns losgehen. Ja, Freunde, damit steht unser Ziel wohl fest. Wir werden zurückgehen dürfen nach Rowlingen. Und in Rowlingen, bevor wir das aber machen, werden wir uns den Juwel absetzen. Unten in den Katakomben. Hier haben wir erstmal einen Orn, den Kampfrausch P-Orn. Sinken die KP deines Partners auf 1, erhöht sich die Angriffskraft um 5. Das hört sich sehr gut an, aber ich arbeite eigentlich nie mit einem KP, bin ich ehrlich. Kopio? Ah, da bist du ja, mein Freund. Dementsprechend, wir sehen uns zurück in Rowlingen. Außer es passiert jetzt noch irgendwas. Aber ich denke mal nicht in der Zeit. Mario, ein Sternjuwel haben wir ja gefunden, aber Prinzessin Peach war leider immer noch nicht da. Wo ist sie bloß? Ich hoffe, dass ihr nicht zugestoßen ist. Hey, was ist los? Du zitterst ja. Hast du dir einen automatischen du verstehst schon. Hast du gekauft? Ich glaube nicht, dass es das ist. Ich glaube, das ist eher sein Telefon. Oder die E-Mail. Mario, ich hoffe, dieser E-Mail wird dich jemals erreichen. Finstere Gestalten haben mich entführt und halten mich fest. Ich weiß nicht, wo sich ihr Versteck befindet. Meine Bewacher sind wohl hinter der Karte her, die ich dir geschickt habe. Mithilfe dieser Karte wollen sie anscheinend die Sternjuwelen aneignen. Ich weiß aber nicht, was diese Leute planen, aber ich habe ein übles Gefühl. Vielleicht wissen sie schon, dass du die Karte hast. Pass bitte also gut auf dich auf. Und mach mir keine Sorgen, ja? Peach? Ist das etwa eine Mail von einer Frau? Ich meine Peach natürlich. Also geht es Peach gut, ja? Oh, zum Glück. Es kam ja im richtigen Moment. Aber die Entführer der Prinzessin sind auch hinter den Sternjuwelen her, oder? Wir sollten echt nach Rowlingen gehen und uns dort auf die Suche nach dem nächsten Sternjuwel machen. Ach, so schnell wie möglich, weil anscheinend kommen die alle uns um die Schliche. Ach Mensch, stimmt, wir sind ja gar nicht in Rowlingen, wenn wir die Röhre wieder zurücknutzen. Wir sind ja diesmal tatsächlich komplett im Untergrund wieder. Ah, ja, dann sind wir tatsächlich perfekt, muss ich ehrlich gestehen. Dann können wir uns jetzt den Weg aufmachen. Oh Gott, wie kommen wir jetzt an denen vorbei? Na gut, kämpfen wir einmal gegen den. Weil wir können jetzt rein theoretisch das Sternjuwel abgeben. Und das werden wir natürlich im Angriff nehmen. Wir wollen nämlich hier auch ein Stück weiterkommen. Aber in der Stadt gibt es bestimmt auch noch ein paar Sachen, die wir mit Kopio und unseren neuen Fähigkeiten bestimmt noch öffnen können. Und uns vielleicht die ein oder andere Sache noch abholen können. Werden wir mal gucken, ob wir dort noch hingelangen. Müssen wir mal schauen. Bin mir tatsächlich selber ja nicht mehr so sicher, ob da noch irgendwas ist oder ob es einfach tatsächlich offen bleibt. So, aber hier zum Beispiel gibt es ja gar nichts mehr, wenn ich es richtig entsinne. Genau, hier ist die Röhre komplett zurück, ich Trottel. Ich glaube, wir müssen hier entlang für das Äonentor. Ach nee, stimmt nicht. Hier kommen wir ja nur zum Verkäufer. Ja gut, da würde ich aber jetzt noch nichts verkaufen. Wir haben jetzt ein paar gefunden. Aber das würde ich jetzt noch nicht im Angriff nehmen. Wir schauen mal bestimmt irgendwann mal wieder vorbei, wenn wir ein paar mehr gesammelt haben. Ach, guck mal, ich bin noch Trottel. Wir können ja hier durch.
Ja, ich habe wieder die ganze Fähigkeit vergessen. Und damit kommen wir... hier hinten hin? Oh mein Gott, nein. Ist jetzt nicht mein Ernst, oder? Das hat keiner gesehen, Freunde. Huch. Vielleicht bin ich da in einen kleinen Abgrund geraten. Aber wem haben wir denn hier? Du siehst sehr interessant aus. Erzähl mir mal mehr über ihr. Das ist Merle, die Zauberin. Ja. Sie ist eine offene Person und immer gut gelaunt. Lässt du dich verzaubern, hat das im Kampf sogar verschiedene Effekte. Sie sind sehr nützlich, also nutze Merles Dienste, wenn du in der Nähe bist. Übrigens sind Merle und Merliebig ja angeblich Zwillingsschwestern. Wer ist jetzt Merliebig? Habe ich gar nicht mehr im Kopf. Ach, war die Anfangsfrau, die uns sagen kann, wo wir hingehen. Naja, gucken wir uns mal die Zaubereien hier an. Willkommen im unterirdischen Zauberladen. Meine magischen Kräfte sind überragend. Doch willst du sie sehen, musst du auf die andere Seite des Tisches gehen. Bitte. Okay. Was machst du denn? Hallo du. Geht's dir gut? Traurig oder Frohmut? Süße Marley, man mich nennt keine Hübschere, man kennt. Großen Zauber ich vermag, aber nichts umsonst, ich sag. Das Glück war heut bei dir sehr, hab dich gebracht hierher. Mein Zauber dir sehr helfen kann, doch keiner weiß ob oder wann. Nun, willst du es wagen und hören, was die Karten sagen? Uns allen ist begrenzt die Zeit, bist du für einen Zauber bereit? Verzauber mich mal. Wir gucken uns einfach das genauer an. Hervorragend, genial. Auf welchen Spruch fällt deine Wahl? Am besten der mit dem höchsten, mit der höchsten Zahl. Minimalspruch, Normalspruch, Spezialspruch. Ich sag's so, wie es ist, ne? Ihr wollt sehen, wir machen den Spezialspruch. Let's go rein da. Wir zahlen jetzt mal richtig Fettgeld. So denn, wir sind bereit und jetzt ist es soweit. Ich weiß absolut nicht, was das bringt. Ich glaube, das werden wir bestimmt während des Projektes mal herausfinden. Aber schön zu sehen, dass wir jetzt uns verzaubert haben. Ich bin mir sicher, von meiner Macht nehmen sich deine Gegner in Acht. Selbst wilde Bestien werden weichen, beim Anblick meines Zaubers erbleichen. Also gut, bis dann, bis später dann. Wir sehen uns wieder irgendwann. Also Merle, du kannst wunderschön reimen. Aber ob das uns jetzt wirklich was bringt, ist die zweite Frage. Ich hoffe, es war nicht rausgeschmissenes Geld. Und wisst ihr, was mir gerade einfällt? In der Stadt haben wir doch im Blütenweiler eigentlich noch ein Gespräch haben können. Oder zumindest uns herausfinden können über unseren guten Freund, den Vater von Cooper. Das sollten wir vielleicht nochmal unternehmen an der Stelle. So, da sind wir nochmal angekommen, Blütenweiler. Jetzt gucken wir uns erstmal den Vater von Cupio an. Das ist Cupios Vater, Cupador. Ein wirklich unbekümmerter Cooper. Ob Cupio wohl so ernsthaft geworden ist, weil sein Vater so ein Hallodri ist? Aber wenn es um Cupio geht, wird Cupador auch schon mal ernsthafter. Also, ich mag den Mann. Das ist schön, das herauszufinden. Cool, Gumbrina. Mario, pass gut auf meinem Cupio auf. Ich freue mich schon, wenn er mal wieder als Mann heranreift und zurückkehrt. Das versuchen wir so gut wie möglich, so wie Alt Cupio das möchte, ne? Wir müssen ja auch auf seinen Gelüsten folgen. So, Freunde, was mich mal interessieren würde, wir sind ja jetzt hier gerade im Untergrund. Was ist denn der Weg hier? Weil wir können ja jetzt überall durch und mir ist der als erstes aufgefallen. Ich glaube, hier kommen wir noch nie durch. Nee. Nee, hier probiere ich noch gar nichts aus. Gut zu wissen, dass es aber auch so einen Ort gibt. Naja, dann gucken wir uns doch lieber diese harmlose Röhre an. Mehr oder weniger. Aber sehr interessant, was man hier so alles entdeckt. Eigentlich wollte ich nur zum Hauptareal wieder zurück. Wir sind schon wieder hier, wo ich eigentlich nie landen wollte. Verdammt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sind hier viele. Nee, ich bin hier absolut falsch, Freunde. Ah, ich bin verwirrt, wo es lang geht. Hier, jetzt auch nochmal durch. Was ist denn hier hinter jetzt? Man merkt schon, ich suche mir den Weg zurecht. Okay, hier ist anscheinend gar nichts.
Was? Hier ist ein Item, aber wie kommt man denn da hin? Fragen über Fragen, Freunde. Ich hab noch gar keinen Plan, wie ich das hier machen werde. Oder wie ich da durchkomme. Bestimmt wird sich das während des Abenteuers noch erschließen. Aber jetzt, tatsächlich habe ich da noch absolut keinen Schimmer. Und hier wird wahrscheinlich auch eine Bodenplatte oder sowas sein, ne? Das Ionentor, Freunde. Wir haben endlich das Ionentor erreicht und können den ersten Sternenfragment, wollte ich gerade sagen, natürlich, den ersten Sternjuwel loswerden. Also Mario, halte das Sternjuwel hoch. Und da passiert auch was. Es reagiert mit dem Tor, schrägstrich, aber auch mit dem Boden. Das ist schon mal sehr gut. Das heißt, die Geschichte hat sich bewahrheitet, die uns Gumbrina erzählt hat. Und nun wird sie auch zu 100% wahr sein und unsere Karte damit zu einem neuen Sternjuwel bringen? Ich glaube, das sehen wir sofort. Und da öffnet sich der zweite Sternenjuwel von 7. Scheint wohl in einer Art düsteren Wald zu sein oder dunklerem Wald mit einem großen, großen Baum. Auf der magischen Karte wurde nun das neue Sternjuwel gekennzeichnet. Sieh nur, Mario, da steht, wo das nächste Sternjuwel ist. Aber, also, ich kann das nicht lesen. Wie, du kannst das nicht lesen? Naja, vielleicht sollten wir Professor Gumbart um Verzeihung bitten und ihm das entziffern lassen. Ja, vielleicht wäre das eine kluge Wahl. Also, das sieht sehr interessant aus, diese Schriftzeichen. Ich verstehe. Und wo ist jetzt nun das nächste Sternjuwel? Im Wunderwald. Dort befindet sich im Inneren eines Großbaums das zweite Sternjuwel. In einem großen Baum im Wunderwald? In diesem Wald sollen diese kleinen Lebewesen leben. Es gibt dort in den Katakomben eine Röhre, die in den Wunderwald führt. Okay, Professor Gummert. Und wegen Prinzessin Peach? Mario hat vorhin eine E-Mail von ihr erhalten. Darin steht, dass die Kerle, die sie gefangen gehalten haben, die Sternjuwelen suchen. Leider weiß sie selbst nicht, wo sie gerade gefangen gehalten wird. Diese Kerle suchen also auch nach den Sternjuwelen. Ja, was haben sie denn nur vor damit? Leider weiß ich auch nicht mehr genug über den legendären Schatz. Die einzigen Anhaltspunkte sind die Karte und die Sternjuwelen. Naja, dann gehen wir erstmal am besten in den Wunderwald und suchen das nächste Sternjuwel. Ja, das wäre auf jeden Fall klug. Ihr solltet es früher finden als diese Kerle. Aber denkt dran, euch im Toadhaus ein wenig auszuruhen, um eure Kräfte wieder voranzubringen. Und vielleicht auch im Laden vorbeizuschauen, um brauchbare Items für eure Reise zu bekommen. Ihr werdet inzwischen die Sternjuwelen und den Schatz weiter erforschen, oder? Ja, Freunde, das werden wir auf jeden Fall machen. Aber erst in der nächsten Folge von Paper Mario 2. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da, um nicht zu verpassen. Abonniert den Kanal und dann wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Bis denne und ciao.